So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Und heute habe ich es endlich wieder geschafft, eines zu machen. Und ja, ich bin jetzt, glaube ich, seit schon mindestens eine Woche nicht dazu gekommen, eins zu machen. Und ja, auf jeden Fall hier jetzt das angekündigte Review zur Skin, die mir von 123skins.de, den Link findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Da wurde mir von denen zur Verfügung gestellt und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. So, sieht wirklich schon schön aus. Und die haben auch wirklich schöne Skins. Kosten 10 € die Skins bei denen. Ist wirklich toll verarbeitet. Das mal vorneweg. Und wenn einem ein Muster nicht gefällt, wobei die da wirklich stylische Muster haben, dann gibt's bei denen, kann man auch noch sein eigenes Foto mit Hilfe eines Programms, was bei denen auf der Seite integriert ist, so setzen, wie man es gerne auf dem iPod haben will. Kann auch irgendwie Schriftzüge dazu machen. Richtig tolle Sache und die machen es dann auch richtig schön. Diese Skin hier heißt Lightways White, also im Deutschen übersetzt Lichtwege Weiß. Kann man sich auch schon denken, woher das kommt, ne? Und ja, also die sieht, finde ich, richtig schön aus. Und die Skin bedeckt fast alles, bis auf diese Ecken hier. Die jetzt sind alle frei. Wobei, das macht mir eigentlich nichts aus. Der Home-Button ist natürlich auch frei. Die Laut leiser Button sind auch sehr gut immer noch zu bedienen. Das zeige ich euch nachher nochmal. Die Anschlüsse sind alle frei, passen alle noch drauf. Also geht alles noch rein, meine ich natürlich, damit gar keine Probleme. Und der Sleeve-Button funktioniert auch noch, den habe ich mir ein bisschen zugeklebt. Ich glaube, das haben viele, habe ich auch auf YouTube schon bei vielen Leuten gesehen, die haben sich das auch ein bisschen zugeklebt. Hier hat das Ganze ein bisschen schräg geklebt, aber ich kann ihn immer noch bedienen, wie ihr seht. So, funktioniert noch, muss ein bisschen fester drücken, macht mir aber nichts aus. Und ja, dann sehen wir jetzt auch hier, Sleeve-Button funktioniert. Und da kann ich dann auch lauter und leiser machen. Funktioniert auch perfekt. Und der Home-Button natürlich auch. So, und ja, ist wirklich gut, denn hier der WLAN-Empfänger ist zugeklebt. Das stört den Empfang aber eigentlich gar nicht. Und ja, so. Und zum wie sich's hält, also als alleinigen Schutz würde ich es wirklich nicht nehmen, weil das ist wirklich noch zu, also nicht schützt einfach nicht zu sehr, aber ich glaube, das machen alle Skins. Aber Style-Faktor hat auf jeden Fall hier volle Punktzahl. Und ja, und ich nehme jetzt auch weiterhin meine Hülle hier. Die benutze ich immer noch weiter. Weil das schützt dann halt. Und es sieht immer noch sehr cool aus, finde ich. Vor allem, weil das Ganze jetzt so etwas gedämpft ist, quasi so ein bisschen. Ja. Sieht super aus und ja, auch hier oben ist jetzt hier, wo frei ist bei der Hülle, weiß. Sieht schön aus, auch mit Hülle für unterwegs. Zu Hause kann man die Hülle auch weglassen. Und ja, dann auf meinem Dock, was ich meinem Video vorgestellt habe, wo man es so reinschieben kann, funktioniert es mit der Skin auch noch. Es geht ein bisschen schwerer rein, weil der iPod dicker geworden ist. Aber es funktioniert auf jeden Fall noch. Das ist wunderbar. Und ja. So, dann die Skin. Ich habe sie ja jetzt 2,5 Wochen sogar. Ja, 2,5 Wochen getestet. Hier, sie hat auch noch eigentlich keine Kratzer. Und ja, wirklich schön verarbeitet. Und die, am Anfang hatte ich ganz viele Blasen drin. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt habe ich mir das Ding hier geschrottet. Und dann habe ich aber alles glatt gestrichen oder die gingen auch alle raus.
Ich glaube, hier unten gibt es eine kleine, ganz kleine, die sieht man jetzt gar nicht hier im Bild. Die ist nicht rausgegangen, aber das stört mich auch weiter gar nicht. Und ja. So, dann kommen wir langsam zum Fazit. Für 10 Euro, knapp 10 Euro, ist das wirklich super verarbeitet. Sieht richtig stylisch aus. Und mit einer Hülle natürlich auch noch. Die Hülle sollte dann allerdings wirklich entweder so wie meine sein, hier so ein undurchsichtiges Weiß oder halt wirklich ein komplettes Weiß, das wäre noch besser. Sieht man es dann auch noch richtig schön. Auf meinem iPhone-Dock funktioniert es auch noch wunderbar, muss ein bisschen fester docken und so weiter. Funktioniert alles. So, das war's wieder mal von mir. Schade, dass ich lange kein Videos mehr gemacht habe. Mal gucken, was ich die nächsten 8 Tage noch schaffe. Und jetzt noch einen kleinen Insider-Tipp von mir. Und zwar habt ihr das sind ja Aufkleber und das in der Mitte bleibt frei, bleibt zurück. Und wenn ihr das Ganze einscannt, auf dem Computer macht und auf dem iPod, dann habt ihr ein richtig schönes Hintergrundbild, wo das in 1 übergeht. Einfach einscannen und so weiter. Gut, das war's von mir. Hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!